Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play 13. Mittlerweile befinden wir uns im U-Boot, das wir in der letzten Folge noch betreten haben. Und wir sind ziemlich am Ende, was die Energie betrifft. Und jetzt müssen wir erstmal gucken. Diesen Raum hatte ich ja beim letzten Mal schon untersucht. Hier ist nichts. Dass wir irgendwie Medizin finden. Und wir müssen uns einigermaßen ruhig verhalten. Weil wir sonst auffliegen könnten, glaube ich. Ich glaube, wir müssen uns hier wieder so ein bisschen hin und her schleichen. Also hier können wir runter. Wir können aber auch nicht geradeaus weitergehen. Also wurde uns diese Entscheidung gerade abgenommen. Und wir gehen runter. Ja, ich begrüße euch zur vierten Session, die ich am Vatertag aufnehme. Weil ich Zeit habe. Ja. Ah, guck mal, da haben wir doch schon mal so einen Kollegen hier. So. Alarm! Was? Wo bist du denn? Wo denn? Das heißt jetzt schon wieder Ende? Oder was? Nö, nicht unbedingt. Doch. Ah, Mist. Okay, das dürfen wir also nicht machen. Wir dürfen also nicht auffliegen. Ich weiß zwar gerade nicht, wer mich entdeckt hat, weil eigentlich war da gar keiner mehr. Aber gut. Also dürfen wir am besten nicht die Waffen benutzen. Huh. Aber K.O. schlagen ist auch mal so eine Schwierigkeit. Ja, mal sehen, wie wir das machen. Also den müssen wir auf jeden Fall irgendwie überrumpeln. Ohne, dass uns der andere Typ da erkennt. Was haben wir denn noch für Waffen da? Das ist der falsche Knopf. Wie war das noch? Moment. Hier. Haben wir eine... Wir haben eine schallgedämpfte... Ah, wir haben hier noch eine Armbrust. Versuchen wir es dann damit. Also hier können wir runter, ohne dass was passiert, ne? Wie war das? Okay. Den müssen wir ein bisschen vorsichtig ausschalten. Versuchen wir das mal. So, jetzt ist hier auch kein zweiter momentan. Wer hat mich denn eben entdeckt? Na egal. Da können wir nicht rein. Also nach hinten können wir gar nicht mehr. Wir können nur nach vorne. Da auch nicht. Wir können gar keine Tür rein. Dann muss hier irgendwie ein Kasten sein oder sowas, was wir uns bedienen können. Auch nicht. Hä? Wozu ist denn bitte der Gang hier unten, wenn wir hier nirgends lang können? Der kann auch nicht angehen hier. Nee, ist aber so. Wir kommen hier nicht weiter. Hä? Ja, gut. Und oben war doch auch nichts. Oder bin ich blöd? Hängen wir jetzt hier schon wieder fest, ja? Ach, jetzt kann ich hier rein. Hä? Okay. Oben läuft einer lang. Ich weiß nicht, ob der uns entdeckt, wenn wir da jetzt lang gehen. Wir schleichen mal. Gut. Der hat uns anscheinend nicht entdeckt. Kommt er hier rein? Ich hoffe mal nicht. Ventile des Haupttanks öffnen. Zu Befehl. Das heißt, wir tauchen gerade ab, oder wie? Sehr geil. Es bleibt ja nichts anderes übrig als... Melde mich zur Stelle, Kapitän. Ich möchte in den nächsten 15 Minuten nicht gestört werden. Zu Befehl, Herr Kapitän. Okay. Mach die Tür mal wieder auf, bitte. Machst du die Tür mal wieder auf? Okay. Ja, ein bisschen aufpassen müssen wir hier schon, ne? Ist wieder eine etwas ruhigere Mission. Ich habe ja anfangs schon gesagt, dass das hier ziemlich schwierig werden könnte. Das ist keine Tür anscheinend. Da steht einer. Okay. Ich hänge gerade an irgendwas fest. Ich habe mich aber gerade befreit. Was ist denn das hier? Ich kann nicht nach vorne gehen und ich kann nicht nach rechts gehen. Hallo. Oh. Okay. So. Nö, welcher? Alarm!
Shit. Ah, das ist aber eine verdammt beschissene Mission. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, ich bin tot. Also müssen wir auch noch beim Töten der Leute aufpassen. Sehr schön. Ja, das macht natürlich Freude. Ich hoffe, dass das ein bisschen besser jetzt gleich abläuft. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir auf jeden Fall in die Kapitänskabine rein müssen. Der hat irgendwas Wichtiges für uns. Wir können hier später auch noch ein bisschen Alarm machen und rumballern, aber erstmal müssen wir uns hier verdeckt halten. Das ist eigentlich sowas, was ich eigentlich nicht so gerne mag. Achso, dann hat der wahrscheinlich den Schlüssel, der Typ da unten. Komm mal, darf ich mal runter? Vorbereiten zum Tauchen. So. Nimmst du mal bitte diese? Ja, bitte. Okay, Schlüssel eingesammelt anscheinend. Mal wieder hoch. Ach nö, nicht schon wieder. Alarm! Ah, es ist aber echt ein Krampf hier mit diesen... Komm, ich will dich töten. Ach man. Oh. Okay, Leute. Ja, ein schöner neuer Part, wie ich finde. Viel Schleicheinheiten. Gut, dann muss ich mich halt gleich ein bisschen zusammenreißen und schleichen, was das Zeug hält. Und keinen töten. Das wird aber am schwierigsten. Na gut. Hilft nix. Leider gibt's auch solche Missionen. Ich mag sie nicht so besonders, aber... Ja... Manchmal sind sie auch ein bisschen notwendig fürs Spiel, ne? Darf ich hier mal... Oh. Okay... So, ich möchte wissen, wer mich letztes Mal hier entdeckt hat. Da ist kein anderer. Kann ich eigentlich jetzt die Tür da oben öffnen, die verschlossen war? Nee, die kann ich immer noch... Oder kann ich die mit dem Dietrich öffnen? Nee, kann ich leider nicht. Na gut. Ich habe auch keine Medizin dabei, ne? Ne, leider nicht. Nee, habe ich nicht. Okay. Wir ducken uns jetzt. Aha. Nee, jetzt ist aber mal Schulz, ne? Alarm! Ach, das ist doch zum Kotzen. Jetzt schießt auch noch einer auf mich. Ah, ja, ist ja gut. Ist ja gut. Was für eine... Schöne Mission. Toller Anfang für eine neue Aufnahmesession. Ich hab's geahnt, dass es sowas werden wird. Dabei fing der Tag so schön an. Ich war auf dem Flohmarkt, hab wieder schöne Kassetten gefunden, meine Sammlung wieder mit Schätzen bereichert. Sogar noch zwei Filme gekauft, die ich schon lange mal sehen wollte, schon viel von gehört habe, aber ich habe sie noch nie geguckt. Und zwar die Purpurnen Flüsse 1 und 2 mit Jean Reno. Da bin ich eigentlich schon ganz neugierig drauf. Und ich habe mir die jetzt beide zusammengeholt für 5 Euro. Dort ist, denke ich, ein Preis, der in Ordnung geht. Und da bin ich echt mal gespannt. So, jetzt warten wir einfach mal ab. Der guckt mir jetzt anscheinend entgegen. Ne? Jetzt dreht er sich um. Okay. Ich deute das mal so. Geht dem jetzt langsam hinterher. Immerhin. So. Der geht gerade nach hinten. War das hier schon mit dem Captain? Ja. Ventile des Haupttanks öffnen. Zu Befehl. Nun sag schon, dass du dich zu Bett begeben willst. Melde mich zur Stelle, Kapitän. Ich möchte in den nächsten 15 Minuten nicht gestört werden. Ja. Zu Befehl, Herr Kapitän. So, dann kann ich jetzt weitergehen. Die hauen jetzt beide ab. Fluten! Fluten! Wir warten jetzt, bis der weiter nach hinten geht.
Wir hoffen mal, dass er weiter nach hinten geht. Nicht, dass er jetzt umdreht und zu uns kommt. Das wäre doof. Geh mal weiter, Junge. Ich kann so hier nicht an die Tür ran, denke ich mal. Oh Gott. Ich kann da gar nicht rein. Toll. Okay, dann gehe ich ihm einfach mal hinterher. Vielleicht sollte das auch Sinn und Zweck der Sache sein. Okay. Sind das hier eigentlich Schränke? Ja, schon, aber die kann ich nicht öffnen. Wenn ich jetzt hier speichern könnte, wäre ja super, ne? Aber anscheinend geht das nicht. Ich versuche mal hier zu speichern. Aber das wird er nicht machen. Welches ist das aktuellere? Beides mal am 5. Habe ich beide Speicherstände letztes Mal probiert? Na egal, ich versuche es hier. So. Okay, den überschreiben wir jetzt. Okay. Okay. Anscheinend soll das so sein, dass wir wieder zurückschleichen. Warum auch immer. Der dürfte nichts gemerkt haben da oben. Gut. So, und jetzt? Ich habe keine Ahnung. Da ist zu. Also in diese Richtung. Es bringt ja, glaube ich, nichts zu speichern, wenn wir keinen Checkpoint haben, ne? Aber ich möchte eigentlich ganz gerne mal einen Fortschritt erzielen. Wenn das jetzt gleich wieder nicht klappen sollte, werde ich das, glaube ich, auch ein bisschen für euch zusammenschneiden. Das wird ja sonst langsam ein bisschen nervig für euch, kann ich mir vorstellen. Tauchen, tauchen. Machst du bitte die Tür zu? Ich warte, bis der Typ wieder verschwindet. Weil wenn ich den abknall, dann sieht der Typ gegenüber das wahrscheinlich. Der läuft jetzt gerade weg. Kann ich den... Vielleicht sieht er das drüben auch nicht. Anscheinend sieht er es nicht. Okay. Könnte mal ein Checkpoint kommen oder so. Da will ich, glaube ich, nicht lang. Da könnten wir lang. Ich glaube, wir bleiben mal hier, oder? Okay, wir versuchen mal unser Glück und schleichen weiter. Oh Mann, eine etwas angespannte Situation für mich. Da hinten ist einer. Der kommt auch noch hier lang. Okay. Was auch immer der da gerade macht, scheint sich nicht sonderlich für uns zu interessieren. Hier spricht Nummer 7. Ich wiederhole. Hier spricht Nummer 7. Hier Nummer 1. Kommen. Ich habe das Auslaufen der USS Patriot vorgezogen, um die Ladung zu schützen. Bei den Spats hat es schwere Verluste gegeben. Nummer 11 weit nicht mehr unter uns. Ändern Sie Ihren Kurs und gehen Sie im Hafen von Maryland an KAFDM-10 vor Anker. Aber führen Sie Ihre Mission weiter aus. Erfüllen Sie Ihre Mission. Hier spricht Nummer 17. Erfüllen Sie Ihre Mission. Ich trete in wenigen Sekunden. Super Moment für einen Flashback. Finden Sie heraus, wer meinen Ruf beantwortet. Und wir wissen, wer Nummer 1 wirklich ist. Nummer 1. Nummer 1. Hier ist Nummer 17. Empfangen Sie mich. Hier ist Nummer 1. Was ist los? Ich habe die letzten Pläne an Nummer 11 übertragen. Warte auf neue Instruktionen. Sie sollten mich doch vor dem Signal nicht kontaktieren. Nummer 17? Hallo Nummer 17, ich kann Sie nicht hören. Okay. Also bis zu diesem Fenster konnte ich mich selbst bewegen. Ab dann war wieder... Ich war so dicht dran. Ich muss mich an sein Gesicht erinnern. Ab da war dann, ja. Was wollte ich sagen?
eine reine Videosequenz. Wie ist das jetzt? Ist der Kapitän noch hier? Na, da kann ich dran, ja. Aber ich... Scheiße. Okay, dann machen wir mal. Hallo? Kann ich nicht? USS Patriot, geben Sie Ihren Zielort an. Kommen. Ziel Maryland. KAFDM 10, kommen. Nachricht erhalten. Ende. Checkpoint. Das war jetzt aber definitiv ein Checkpoint. Jetzt können wir eine Speicherung vornehmen. Das ist doch schön. Puh.